Ja, hallo. Dann möchte ich euch jetzt mal zum Walderlebnispark. Trittsicher momentan das Motto zum Waldwissen. Das ist das Walderlebniszentrum. Auch gehört zum Kloster Roggenburg. Und dann führe ich euch mal darum. Es ist natürlich in Richtung für Kinder was. Ah, und dann geht's los. Eine Ausstellung. Was sind das für eklige Krabbelfiecher? Mit dem Fuß hier drauf treten. Okay, das mache ich. Ah, kommt eine Spinne oben runter. Hahaha, sagt er. Okay, ja, cool. So, und da sind natürlich verschiedene Platzierungen. Mit dem Fuß muss man unten auf die Holzlatte drücken und dann kommt oben. Ja, dieses Ergebnis. Machen wir mal. Woher hat der Fliegenpilz seine Punkte? Ah, da kommt das Ergebnis. Welche Aufgaben erfüllen die Pilze im Wald zum Beispiel? Welcher Pilz ist unser giftigster? Was versteht man unter einer Krähenkolonie? Was macht ein Förster? Wer ist der schönste Waldbesucher? Das muss man uns jetzt mal anschauen. Gehe mal mit dem Fuß runter. Gehe mit dem Fuß rauf. Ah, das bin ich selber. So, jetzt seht ihr mich mal. Ja, also, toll. Wie viele Kubikmeter Holz wachsen in Bayern? Schadet Holzernte dem Klima? Ah, da kann man sich schön hinsitzen, Holzstühle, handgeschnitzt. Ah, es gibt dann hier auch einen Kurzfilm. Bitte drücken, schauen wir mal. Was ist ein Schneckenkönig? Welche Baumart von Natur aus? Wie alt ist unsere Landschaft? Über Borkenkäfer. Ah ja, also einfach mal hier. Was ist ein Holzstoß? Also für Kinder natürlich mal wieder ein Erlebnis. Alles aus Holz hier. Ah, was ist ein Schneckenkönig? Ah, hier kann man es lesen. Ja, einfach mal Inspiration zum Verweilen für Kinder. In Verbindung unten mit natürlich dem Kloster Irrgarten, mit der Klosteranlage. Also das ist mal ganz was anderes. Und schön kühl, angenehm hier drin. Draußen ist heute nicht so toll. Ah, jetzt läuft mittlerweile Video an Barfuß und Schuhfuß im Wald. Da kommt jetzt ein Bericht hier. Hey, komm raus, wir gehen in den Wald. Also das Beispiel, es flimmert natürlich jetzt, da ich vom PC hier abfotografiere oder filme, aber in echt ganz toll. Also nur eine Empfehlung nach Roggenburg, sich die ganze Anlage anzuschauen. Und was ist das für ein Ding? Gucken wir mal. Die Kinder wissen es vielleicht schon. Ein Fichtenzapfen wird beschrieben. Ja, hier kann man sich dann auch eintragen in das Gästebuch, wer da war, wie es ihm gefallen hat. Und ja, das ist also nochmal geniale Idee, hier das mal einfach zu sehen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Video.